Connor. Als American Footballer kam er nach Deutschland. Wir haben ihn über ein halbes Jahr begleitet. Dabei hat er uns auch seinen Kumpel Silas, auch Footballspieler in Frankfurt, vorgestellt. Der spielt inzwischen als Running Back bei den Marburg Mercenaries. Nun wollen der gebürtige Texaner Silas und California-Boy Connor den Norden erkunden. Samt Elbmetropole Hamburg und Sylt. Denn sie sind sportlich, neugierig, durchgeknallt, American. Das ist Genieß dein Leben in vollen Zügen, zwei US-Boys im Norden. Herzlich willkommen, wir sind zwei US-Boys in Hamburg. Die beiden Sportler reisen im Flieger von Frankfurt nach Hamburg. Alright, here we go. We are on the plane. On the plane. We'll be in Hamburg in 1 hour. We'll see you there. Einen schönen Tag. Jumping off the plane. We are in Hamburg. Die beiden Mitzwanziger sind nur für knapp 30 Stunden in der Hansestadt. Sie wollen so viel typisch Norddeutsches mitnehmen wie möglich. Los geht's deshalb am Hamburger Hafen. It's crazy to think because we can get on a boat right here and go back to our hometown in Los Angeles. Yeah. It would just take a long time. It would take a really long time. But the water that's here is straight up touching the US. It was a huge harbor. I didn't expect Germany to have a harbor this big. And I also, like I said, I didn't know that Germany had a water portion, you know? Every time we think Germany, we think green fields, you know, yeah. We think Bavaria, you know, as Americans. Right. Um gleich das volle Hamburg-Feeling zu bekommen, machen die US-Boys wie fast jeder Tourist eine Hafenrundfahrt. So this is the boat where we took right here. People can sit inside here and just basically do a cruise of the whole harbor. We were on the outside. Und an Deck sind die Jungs begeistert. I haven't seen this at all in Germany. This doesn't, like, it doesn't remind me of Germany. It feels like I'm somewhere else, you know? Probably because we're used to Bavaria. Cows and hills. Ja, das und mehr haben sie auf ihrem Roadtrip durchs authentische Bayern und seine Landschaft schon im Mai erlebt. Wir waren mit dabei. Die berühmte Hamburger Speicherstadt inspiriert die Jungs, sich aber auch ein Leben in der Hansestadt vorzustellen. You're like over here and you run out of sugar and you're like, yo, neighbor, Nachbar, lend me some Zucker. And then you cross over the bridge, get some Zucker and cross back. You know what I would do? I would throw a line across. Oh yeah. Die beiden Footballspieler leben seit 2 Jahren in Deutschland. Von Hamburg, wo sie noch nie waren, sind sie schon begeistert. That was a nice cruise. That was good, man. Took us all around. Got to see so much of the harbor without ever having to walk. Yeah. Beautiful buildings, beautiful lot, like bridges across. Nun ist es erstmal Zeit für einen Snack und wenn man in Hamburg ist, kann es da ja nur einen geben. But where's the fish brochen? All right, we're gonna get some fish brochen. Das gibt's für die Jungs an der Fischbrötchenbude an Brücke 10. Unsere Fischbrötchen mit Zwiebeln. Zwiebeln. That's my favorite. I like that word. Ich mag Zwiebeln. Zwiebeln. Is it Zwiebeln or Zwiebeln? Zwiebeln. I hear those are really good. Wenn sie Zwiebeln mögen, muss ja nur noch der zugehörige Fisch schmecken. This is our very first time to ever have Fischbrötchen. Yeah. So we got beer and Fischbrötchen. Prost. Und wie schmeckt's? That's good. I didn't expect it to be this tasty. Aber es gibt ja noch mehr Auswahl. Fischbrötchen 2. Is it bomb? You don't like it? That is very fishy. I don't think. Ja, bei einem Bismarck-Hering sollte das wohl so sein. This is nicht meine Lieblings. I like this one too. Das haben wir verstanden, Silas, aber sein Fisch auf dem Brötchen gehört in Hamburg eben dazu. Fischbrötchen it's just so typical of German to have just bread, throw some meat in between. Yeah. If you're in the south, you put some schnitzel. Yeah. If you're in the north, you throw some fish on there and you got Fischbrötchen. My favorite thing about Hamburg so far is that if you live in Hamburg, you are a hamburger. You are a hamburger. Ja, ihr Hamburger, das habt ihr messerscharf erkannt. And the mayor of Hamburg is the Hamburger Burgermeister. Isn't that crazy? Das ist der Ruf. Ja, jetzt aber genug Fischbrötchen, bevor es für die Boys ins Rotlichtviertel von St. Pauli geht, heißt es noch sich frisch machen. Auch hier finden sie Kurioses. Toilet flusher. So when you sit down, you can flush it. Perfect. Dang, that's cool. I've never seen that before. Die Jungs haben sich für eine Kiez-Tour durch St. Pauli und die Reeperbahn angemeldet. Look at that's the dopest Polizei station I've ever policed of all time.
Die Tour startet gegen 18.30 Uhr an der Großen Freiheit. Hallo, Vanity Trash. Das ist Batman. Good to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Der erste Eindruck, die Gesichter der Jungs sagen es. Ja, der Reeperbahn. That was a total shock. Aber für die beiden habe ich nachher noch eine kleine Überraschung. I've got a little surprise for you later. They were trying to scare us, I What think. Surprise? I know. I don't know, the way you're saying that, I don't know if I like it. If a man dressed as a woman says, I got a surprise for you and winks at me, I'm nervous. That man is big. Yeah. That guy is bigger than both of us. I'm gonna walk in there like this. Yeah, like, what? Ja, so ganz wohl fühlt sich der 24-jährige Silas dann nicht. We are in the red light district. And I will say, the red light district is not my scene. Connor and I are not like many men in the world. Und doch sind sie empfänglich für Vanity Trash. I can smell her. She's got a lot of perfume. She has a very strong smell. Yeah. Do I say she or do I say he? Ja, für unsere brüden Amis ungewöhnlich. Jetzt kommt aber erstmal die Überraschung. Künstlerin Eve Champagne spielt heute die Übersetzerin für die beiden. I'm happy that we have a translator. Yeah, yeah. Now I can understand because I want to understand what she's saying. Auch Eve gibt Touren auf dem Kiez. You do tours like this or what? Yeah, exactly, but I'm specialized in sex. Sex tours. Ja, und ich zeig den konservativen US-Boys mal, was sie damit meint. Denn ich gehe jetzt mit euch in Europas größten Erotik-Shop. I didn't tell my wife. I didn't tell my Frau that I was going here. Yes. So the whole time I was like, oh, Scheibenkäse, ich kann nicht sehen. Ich will mein Augen sauber. Yeah. So, yeah, he's a married man. Na dann einfach die Augen zumachen und sich von Kumpel Connor führen lassen und fühlen statt schauen. Skin tight. It feels like a balloon. It's kind of like a biker jacket. Yeah, it's stretchy. Yeah. Okay, you got this. Oh my gosh, this is scary, bro. Naja, ist halt ein Erotik-Shop, das ist man in Texas nicht gewohnt. Probieren wir es doch mit einer neuen Location. Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt in ein SM-Keller. Ja, viel besser, da bleibt Silas doch nur eine Reaktion. Richtig, das Weite suchen doch Kumpel Connor holt ihn zurück. She pushed us a little. Sometimes pushed me maybe a little too much. I had to run. She pushes you outside your comfort zone, right, which I think is good to have in a friend. Right. Dann mal runter in den Keller. So kann man sich das doch vorstellen. Die Dame des Hauses sagt Hallo und weg. Okay, want me to tell you what happened here? Oh, you're in prison now. This is where I was really glad that I was with a group. Because if I was alone, I would be scared. Oh my gosh. What is happening? What is happening? Where are we? I came to Germany to just, like, eat sausage. Ein Satz für die Ewigkeit. I came to Germany to eat sausages. Schließlich darf aber L.A.-Boy Connor auch wieder raus, ist ja nur Teil einer unterhaltsamen Spaßtour. I passed the test! Yes, I'm out! Vielleicht sollte Eve Champagne Ihnen ihr typisch Hamburger Begriffe beibringen, denn deutsche Worte lernen Sie bekanntlich gerne. Trying to pronounce German words. Einhörnchen. Mine was Einhörnchen. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Hey, listen, Digga. Yeah. I was going to a bar, Digga, and there was a girl, Digga. No way! Yeah, so it's like... So what is the translation? It's like bro. Bro, yeah. Bro? But it's typical North German, typical Hamburg. Yeah. Let's get out, Digga. Yeah, exactly. That's Was machst du heute, Digga? So welcome to Hamburg. Now you're locals. Let's have a drink. All right, Klissi. Dann kann die Hamburger Partynacht ja beginnen. Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Die sonst brüden Amerikaner blühen langsam auf im Hamburger Nachtleben. Für Connor aus Los Angeles war das ein unvergesslicher Abend. We saw things that our eyes had not seen before. Connor saw things that our eyes had not seen before. Right. Interesting stuff. Like, crazy. Ich bin Hamburger Jung, Digga. Yeah. Und so kritisch sie zunächst waren, Connor und Silas haben etwas Wichtiges gelernt aus St. Pauli. Not every German is just like, follow the rules. Yeah. And there's like people up in the north That's who are cool. a lot more cool. I like how there's open-minded. Und ganz weltoffen geht es morgen weiter. I heard FKK is naked. Freikaidung Käse. Auch kulinarisch. It tastes like a really old Haribo gummy bear. Morgen bei TAF.